Hey Leute, herzlich willkommen auf dem Klatsch-Channel, ich bin's wieder Elias und heute bin ich Meistertour für euch. Und jetzt zeige ich heute, wie ihr 25.000 Dollar machen könnt und 4.500 RP innerhalb von 10 Sekunden. Naja, sagen wir 5 Sekunden. Und ja, ich möchte mich noch ganz herzlich bedanken bei Two Man Army X1. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung, der hat mir dabei geholfen und schaut auf jeden Fall mal bei ihm vorbei. Der macht richtig geile Gameplays von COD und GTA. Ist bei ihm, aber bei ihm ist alles echt dabei, ist auf jeden Fall hammergeil sein Channel. Schaut auf jeden Fall vorbei und schaut euch die Videos an, bewertet sie und alles, was machen kann, was ihr machen könnt. Und ja, jetzt seht ihr, eben die Mission heißt Stress auf den Dächern, glaube ich. Und alles, was man dafür tun muss, zeige ich jetzt gleich in dem folgenden Video. Und da musste ich jetzt noch gerade warten, bis die Spieler beijoinen, aber jetzt starte ich auch schon die Sitzung. Und es ist einfach extrem krass, wie schnell man das eben machen kann. Und jetzt kam ja ein zweiter Patch raus und ich habe ein Tutorial hochgeladen, wie man Missionen trotzdem wiederholen kann nach dem zweiten Patch. Schaut es euch an, falls ihr die Mission öfters machen wollt. Man braucht mindestens das Level 75 und hier seht ihr jetzt Stress auf dem Dach. Und alles, was man jetzt machen muss, ist eben hier hin jetzt gehen. Hier seht ihr jetzt, ich glaube, das ist ein Parkhaus oder der kleine Parkplatz. Und zwar geht ihr dann eben hier hin, braucht Granaten, Granatenwerfer oder einen Tube oder sowas. Und dann stellt euch einfach nur hier hin. Und was ihr dann machen müsst, das hat jetzt eben der Kumpel gemacht, weil ich noch keinen Granatenwerfer frei habe. Einfach Granatenwerfer hinnehmen und da hinschießen. Und wie ihr seht, steht jetzt unten links, Dokumente wurden zerstört und die Mission ist schon fertig. Und man bekommt jetzt eben 25.000 Missionen bestandene. Und ja, JP15, 25.000 Dollar und 4.500 RP. Ist auf jeden Fall richtig cool und kann man, wie schon gesagt, ziemlich oft wiederholen. Und ja, das war's hier mit dem Tutorial. Ich würde mich wie immer über eine Bewertung freuen und schaut euch auf jeden Fall die anderen Videos an. Und wie schon gesagt, schaut auf jeden Fall auch bei Two Man Army X1 vorbei. Und ja, ich bin weg. Ciao, haut rein.